Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Leck mich am Arsch, Alter. Ich hab grad noch mal eine Viertelstunde versucht, diese scheiß Cops abzuhängen und ich hab's endlich geschafft. Junge, macht das überhaupt keinen Spaß, ey. Was ein Drecksspiel. Ja, let's go. Wollen wir mal Geld gewinnen. Alter, wenn die Cops nicht wären, das Spiel könnte echt gut sein. Aber leider ist es das nicht. Ja, wollen wir mal sehen, ob dein Geld dir gehört, du Fotze. Ich habe zugegeben überhaupt nicht darauf geachtet, wo wir ankommen. Ich sehe jetzt gerade, dass es ein sehr schnelles Rennen ist, leider. Kann ich neu starten, oder? Komm, ich versuch's einfach. Ich bin sehr sicher, dass ich neu starten kann, aber ich versuch's einfach nochmal. Das Schöne ist, dass die Cops einrahmen, man verliert 80% Leben und wird komplett aus der Strecke geworfen, man selber rammt die Cops, es passiert nichts. Oder vielleicht ein bisschen weniger als nichts. Das könnte auch sein. Ich wollte gerade sagen, Auto, wenn du jetzt nicht längst, wäre doof. Wollen wir mal sehen, Freund. Ich schlage aber nicht, ich hab dich gerammt, du. So, den dritten sehen wir schon mal, den zweiten und den ersten sehe ich auch noch. Okay. Zuckerblätt. Na gut, dass ich die neu gestartet habe. Das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und obwohl ich ihn zerstört habe, weil ich habe ja voll einen Boost dafür gekriegt, ne? Ist er noch dritter. Frechheit, finde ich. War keine Gripkurve, natürlich nicht, ne? Warum sollte das auch eine Gripkurve gewesen sein? Oh Gott, ich muss vor allem noch zwei, drei Mal da hoch, ne? In die Ecke. Ich glaube ja. In die Ecke zu kommen ist richtig, richtig nervig. Ich hätte darauf achten sollen, welches Rennen in der Ecke bleibt. Da ist ein Undercover-Car. Cover-Cars mag ich, Undercover-Cars mag ich eher nicht so. Na, immerhin gab es mal Grip. Natürlich sind die nur hinter mir her, hinter wem auch sonst. Ich meine, es fahren nur sieben andere mit. Ja, sind bei 86%, das würde ich Possession für überall nennen, okay. Ne, ich meine das eigentlich nicht nur, ich kann das sogar. Einigermaßen. Schade, das heißt, wir haben die noch am Arsch. Das missfällt mir natürlich erstmal grundsätzlich. Sehr schön, 37 gemacht. Absolut Ehre. Oh Gott, was muss ich noch tun? Ich weiß, dass ich noch ein Ding ins Rennen habe, auf jeden Fall. Na komm, warte mal kurz. Das habe ich sogar fertig. Okay, Ehre. Das heißt, wir müssen nur noch das hier machen. Kurzer U-Turn. Abfahrt. Schönes Geräusch nebenbei. Überhaupt nicht verbuggt oder so. Ich weiß gerade nicht mal, von welchem Geräusch es kommt. Obwohl ich booste, holt er mich ein mit seiner Corvette. Nee, leider nicht. Spiel, sag bitte wieder, wo die Route lang geht, wenn ich hier unten lang fahre. Danke. Ich wollte nämlich eigentlich gar nicht hier lang. Idiot. Ah, ich hätte hier links runter gemusst, okay. Wir können nicht mehr lange dranbleiben.
Ich wundere mich manchmal wirklich, was ich für dumme Scheiße labern, ne? Und dann fällt mir ein, das ist Need for Speed. Das heißt, es gehört ja schon irgendwie dazu. Danke. Also eigentlich habt ihr euch selber ausgeschaltet, weil ihr einfach stumpf in den Gegenverkehr reingefahren seid. Das kriege ich auch öfters mal hin. Zugegebenermaßen. Das war echt knapp, dass ich da nicht geschnappt worden bin. Also, dass sie mich da nicht nochmal gesehen haben, zumindest. Irre. Kann das Geräusch jetzt bitte aufhören? Das ist echt nervig. Die Julia. Julia ist halt ein bisschen schlechter. Ah, nee, komm, die bauen wir erstmal um. Eigentlich sollte jeder, der mich kennt, wissen, dass es mein absolutes Lieblingsauto ist. Jetzt ist dieses Geräusch immer noch da. Ich tapp mal kurz raus, ne? Das Geräusch ist halt hart nervig. Ich habe nur die Befürchtung, dass es bleiben wird. So, fortsetzen. Ja, es bleibt. Nice. Ehre. Oh, jetzt habe ich noch Bildfehler dazu. Cool. Auto? Würdest du bitte nicht? Okay, ich bin mit dem Auto hier echt lange kein Dingens mehr gefahren. Das fährt sich echt nicht gut. Muss ich leider sagen. Es driftet gar nicht. Das ist sehr enttäuschend. Ja, hier haben wir schon öfters mal ein Dingens gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte gerne 250.000 Punkte. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es was wird mit dem Auto hier. Auto, bitte! Krieg dich ein! Okay, beim nächsten Mal da schneller drüber. Ich versuche mal mit dem Stick noch irgendwas zu machen, ne? Das ist auch ziemlich dumm. Das wäre übrigens gerade fast nichts geworden, weil ich nur geboostet habe und nicht Nitro genutzt habe. Und nur boosten bringt einem ja nicht mehr die die Dingens. 97.000 in der ersten Runde, das ist schon mal ein guter Start, würde ich sagen. So, zack. Das Ding da wegfeuern. Das Ding da wegfeuern. Lass mal da noch eins stehen, lass mal da noch eins stehen. Lass mal da noch einen stehen, vorsichtshalber. Da lass mal auch noch mal einen stehen, vielleicht sogar zwei, bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, da was wegfeuern. Wir sind jetzt schon gleich auf dem ersten. Also selbst wenn wir den Multiplikator verlieren, wovon ich nicht ausgehen mag, könnten wir das noch recht easy machen, glaube ich. So, ich würde jetzt hier gerne auch mal irgendwas treffen, muss ich zugeben. Sagt er und traf exakt nichts, Bruder. So, nehmen wir das hier mit. Ich meine, jetzt haben wir hier unten was stehen lassen, genau. Schade, nur zwei erwischt. Scheiße, die habe ich vergessen. Das war gut, das auch. Das haben wir auch erwischt. Machen wir die hier und die. Unten lang sind wir ja noch gar nicht gefahren gewesen. Oh shit. Ja, 250 schaffe ich glaube ich nicht, leider. Dafür fahre ich nicht gut genug. Ja, schade. Aber hey.
225.000, okay. Auf dem hier sehe ich es auf jeden Fall am realistischen 250 zu machen. Na, oder was noch ein bisschen driftet vielleicht. Aber jetzt gar keine Punkte durch Driften gemacht. Ja, Bruder, tighter Boy, ey. Gut. Da würde ich sagen, reicht's für diese Nacht. Und wir gehen zurück in den Tag, hoffe ich. Ich finde seltsam, also hier steht ja überhaupt kein Haus. Weiß ich nicht, Bruder, musst du wissen. Warten wir kurz, bis sie weg sind. Ja, ich warte kurz, bis sie weg sind. Ich wollte keine Ahnung, wo die hinfliegen, ne? Ich habe die Hoffnung, dass sie nicht zu meinem Haus fliegen. Übrigens maximal nerviges Geräusch, ich weiß. Okay, ich wollte gerade sagen, der dürfte mich nicht so sehr sehen. Gott bless hat er auch nicht. Ungünstig, vor allem, weil er auch noch einen Kopf kommt. Bye, have a great time. So, ich gucke jetzt nochmal schnell, aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas war. So, das sind Bären, das sind Bären und hier unten ist nichts mehr. Okay, wir haben echt viel gemacht diese Nacht, nur 127.000 gemacht, das ist echt nicht so viel. Und ich habe in der Stufe 4 ja keinen Bären gekriegt, aber echt, drauf geschissen, echt. Ist mir echt egal. Bitte lass das maximal nervige Geräusch weg sein, das ist übel nervig. 288, Ehre. Und wir haben noch zwei Autos, die wir theoretisch verkaufen könnten, beziehungsweise eins, weil die Julia behalte ich. Blast, sammelt 10 Fahrzeuge in der Story-Garage, ja, ich weiß, danke. Ich beschwere mich nicht. Alles in Ordnung. Es ist nur... Na was denn? Alles gut. Bin nur nervös. Willst du Babypuder? Genau. Das Geräusch ist maximal nervig. Tut mir wirklich leid, aber ich kann es halt gar nicht abschließen. Abstellen. Okay. Wir haben ein paar Events. Ist kein Driftrennfisch. Beide A+. Beide... kann man machen. 20 und ja, das kann man machen. So, dann haben wir hier oben noch ein A+. Das lohnt sich eigentlich nicht, aber das ist mir eigentlich egal. Dann haben wir hier noch ein A+. Ein Drift B. Das werde ich nicht machen. Auch wenn das 6 bringt. Kein Drift-Auto auf der Stufe. Kurvenlegende schwere 8. Das machen wir auf jeden Fall auf A. Wobei das 2 bringt, okay. Dann haben wir hier noch ein A. Dann haben wir noch ein B. Ich glaube, die Bären lasse ich einfach weg. So, dann haben wir hier ein S, was echt gut Geld bringt. Und noch ein S, was ein bisschen Geld bringt, wenigstens. Das ist ein sehr gutes Rennen. Ja, wobei 6 für ein... ja, ist eigentlich nicht so gut. Und noch 2 A-Rennen. Und das war's. Ah ne, da ist noch eins. Okay, da ist nur noch eins, was richtig Geld bringt. Habe ich gesehen, dass wir keinen Drift haben? Also, was ich fahren will? Das wäre ein Drift, aber das will ich nicht fahren, weil es B ist. Wir haben keinen Drift, was ich fahren will, oder? Naja, wir haben keinen Drift, was ich fahren will, eher. Also, eigentlich voll schade, weil ich finde die Driftrennen eigentlich voll geil. Nö, ich habe mich nicht verguckt. Wir haben keinen Drift, okay. Kann ich... Nein. So. Ich hab ja nicht mal eine Ahnung, was das sein soll. Ist das ein Effekt? Ich mach mal kurz Effekt einfach aus. Ich hab eine Hoffnung, dass es ein Effekt ist. Es ist kein Effekt. Ich kann jetzt auch leider nicht kurz rausgehen, um das zu beheben. Wieso gibt es hier einmal Effekt Musiklautstärke? Ich bin dumm. Das ist ein Effekt. Benutzeroberfläche. Ehre, mach ich beim nächsten Mal wieder ein. Okay. Ja, diese wunderschöne Julia, die echt beschissen aussieht, möchte ich anmerken. Dieses Design kommt auf jeden Fall runter. Sieht echt nicht gut aus, leider. Ich möchte die erstmal fahren. Austauschen. Style. Kann ich mal kurz... Ich möchte mal kurz gucken, ob das die Menüsachen sind oder die Effekte. Okay, ich muss jetzt einzeln runter tippen. Das musste ich eben, glaube ich, nicht.
Hallo? Benutzeroberfläche vielleicht habe ich wieder angemacht. Ich soll es jetzt auch hören eigentlich. Okay, ich habe keine Benutzeroberfläche mehr. Gut. Gut, hier ist ein Bodykit drauf. Das wäre Serie. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Dann gibt es noch das hier, was auch nicht so gut aussieht. Und das, was ja drauf ist, glaube ich. Ja, das müsste das sein, was drauf ist, ne? Ja, das ist das, was drauf ist. Das sieht okay aus. Das macht das Auto am wenigsten kaputt, finde ich, jetzt von den Bodykits her. Auch wenn ich die Stoßstange nicht gut finde, da finde ich die Originale besser. Ich lasse das Bodykit auf jeden Fall mal drauf und ändere nur Folie und Scheiß, ja, entfernen, weg. Warum ist sie gelb? Eine fucking Julia gehört rot. Beziehungsweise, also, erstmal, ne, ja. Wo ist das Weiß? Danke. Ich mag Weiß extrem gerne auf der Julia. Das dürfte Two-Face sein, genau. Ja, ich glaube, ich fühle so ein... so ein Dingens bei der hier nicht. Ein DTM-Design würde ich fühlen. Aber halt eher so Martini. Es gibt ein Rendering von einer Julia getuned als Martini. Das sieht extrem gut aus, finde ich. Ich könnte mal eins entwerfen, aber es dauert halt 10.000 Jahre, ne? Was ist das? Ah, ne, okay, ist too much. Ich glaube, ich schmeiße erstmal hier so ein Serien-, also so ein, naja, so ein seriennahes Ding drauf. Und dann baue ich mir mal selber eins. Das könnte zwar ewig dauern. Kann man suchen eigentlich? Gibt's hier eine Suche? Neueste, beliebteste. Achso, warte mal. So, beliebteste. Ja gut, da ist halt eher so Nischenwagen. Ist jetzt dafür wahrscheinlich nicht vergeben, ne? Das sieht nicht so gut aus. Bin ich ehrlich? Ich kann auch erstmal sowas hier drauf werfen, ne? Ja, okay, das ist Martini-Design, aber es sieht halt nicht gut aus. Ich nehme das erstmal, glaube ich, weil ich jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle kein besseres Martini-Design finden werde und ich hätte gerne Martini-Design drauf. Ich trinke echt nicht gern Martini, aber es ist das schönste Design, was jemals auf Alpha gab. In meinen Augen. Von daher hätte ich es halt gerne. Das Blau gibt es hier gar nicht, muss ich sagen. Naja, die gibt es auch normalerweise in so einem richtig geilen Blau, was ich übel feier. So, ne, wir nehmen die Julia von ganz vorne. Warte, Moment. So, beliebteste, wo war das Martini-Ding? Hier müsste das gleich kommen. Da. Ja, das nehmen wir jetzt erstmal. Stört mich so sehr, dass die Scheiße weg ist. Okay, Erfolg. So, dann hätte ich jetzt gerne noch Karosserie ein bisschen bearbeitet. Und zwar, die Stoßstange geht überhaupt nicht. Da kommt die Serienstoßstange dran. So, verpiss dich. So, und dann hätte ich gerne eine Spoilerlippe, eine anständige. So. Ja. Finde ich, passt perfekt zu dem Auto. So. So, Grill. Kommt erstmal wieder der Originale rein, weil die sehen alle dumm aus. Zack. Frontleitblech. Brauche ich eigentlich keins, glaube ich, nur. Scheinwerfer. Ich finde ihn unglaublich hässlich. Und dann hätte ich den natürlich gerne schwarz. Zack. Frontkotflügel. Finde ich nicht gut. So ein leichtes Ding wird natürlich auch ganz gut passen, ne? Aber ich glaube, der passt schon ganz gut. Die Motorhaube finde ich schrecklich. Vor allem in schwarz, Alter. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt Carbon sein, also Carbon-Optik sein muss. Das ist halt eine Carbon-Haube, ja, okay, aber die muss man nicht sehen. Ja, ich finde ich auch das Original am besten. So. Außenspiegel hätte ich gerne mal geguckt. Okay, sehen halt dumm aus. Seitenschweller. Finde ich den gar nicht schlecht. Finde ich jetzt auch nicht, dass er das Bodykit kaputt macht. Gegenteil, vorne passt er viel besser ran.
Nehmen wir den. Mich nervt gerade so sehr, das mit den ganzen Tönen, ey. So, Räder bearbeite ich auf jeden Fall gleich mal. Nee, da finde ich schon die richtig dicken gut. So. Die müssen einfach nur schwarz werden. Wobei ich bei der tatsächlich die roten gar nicht so ganz schlecht finde. Aber ich mag einfach schwarz gefärbte Sachen an Autos. Scheiben werden natürlich auch länger schwarz. Fuck. Dumm. Ich hätte A drücken müssen. Warte mal, große Schritte. Oh Gott, Ehre. Dass das noch keiner kommentiert hat. Gerade Freddy, ey. So richtig wütend. Spoiler. Mag ich das Riesenwinken, was drauf ist. Na, ja, man weiß ja. Größer ist immer Ehre. Heckstoßstange. Kann ich mir das bitte... Dass man jedes Mal anklicken muss, dass man das ansehen will, Alter. So, warte mal. So wäre original, so ist halt von denen. Wie fast die besser? Ich glaube, ich fühle am meisten die hier. Weil die noch so eine Halbwegs-Serien-Optik hat. Und das Auto sieht halt einfach Serie echt gut aus. Hands down. Finde das richtig, richtig gutes Auto. Ich würde sagen, der hat original schon mehr. Ja, der hat original. Guck mal, also das ist doch schlechter als das, oder? Ich will mir das gerne angucken. Dann muss ich wieder rumdrehen. Da sieht man jetzt halt echt wenig. Ich glaube, da finde ich tatsächlich Serie wieder am besten. Ich meine, bei den anderen sehe ich nicht viel, aber ich nehme Serie. Jetzt nehme ich vor allem diese hässlichen, beschissenen Auspuffer anders, ey. Die sind Serie einfach wunderschön und dann bauen die so eine Scheiße hier rein. So, zack. Weg mit dem hässlichen Dreck. So. Dann fehlen nur noch die Räder. Die Räder sind keine Originalen, aber es sind schöne Felgen eigentlich. Aber die müssen auf jeden Fall größer. Und ich glaube, ich hätte sie gerne in Silber. Primärfarbe. Warte. Ja. Primärfarbe. So. Und dann hätte ich gerne Sekundärfarbe. Moment. Hätte ich auch gerne einfach. Das. So. Material ist mir echt egal. Man könnte jetzt auf Chrom gehen, ne? Ja, man könnte auf Hochglanz gehen, ne? Ich weiß gar nicht, ob es Hochglanz ist aktuell. Ganz ehrlich. Ja, ich glaube, ich lasse das einfach so. Ja, ja, möchte ich nicht speichern. So. Perfekt. Und dann kommen vorne die gleiche Farbe drauf. Die vorne ist schon gleich. Perfekt. Okay, dann haben wir eine wunderschöne Julia. Ein bisschen zu groß für Flügel zugegebenermaßen, aber die ist super. Stance. Ist schon alles auf... Hä, das Auto ist doch nicht tief, Bruder. Das Auto ist ja hoch wie ein, ne? Und so. Kann ich... Individualisierung, Luftfederung rein? Ja, guck mal. Nochmal besser. Für das Geld hau ich mal, für das Auto hau ich mal ein bisschen Geld auf den Kopf. Ich möchte bei dem Auto eigentlich keinen dusseligen Scheiß drunter haben. Und auch keine dusselige Hupe, weil mir echt egal sind. Und eigentlich möchte ich auch keinen dusseligen Qualm da dran haben. Ach, was wird denn passen wenigstens zu dem Auto? Mich auch, dass Freddy das mag. Das ist zu viel. Das passt ganz gut zu dem Martini, finde ich. Also irgendwas mit Blau muss schon sein. Mit Blau und Weiß am besten. Ja, wobei, mit Blau und Rot wird natürlich auch gehen, ne? Das hat erst kein Blau und Rot. Okay, das ist wieder sehr wenig. Das ist mir wieder zu viel. Okay, dann nehme ich, glaube ich, das da oben. Ich da hatte das hier. Ja, ich glaube, das ist es. Weil das ist zu dunkel. Ja, nehme ich das. So, nehme ich das. Ich höre es eh nicht, also ist mir egal. So, das hatten wir schon. Auspuffsound höre ich wahrscheinlich gerade nicht mal.
weil ich die Effekte ausgemacht habe, damit dieses nervige Geräusch weg ist. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal so und gehen beim nächsten Mal auf Leistung ein. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!